dass Sie dabei sind bei Straßenstars. Heute mit Jörg Thadeus, Bettina Tietjen und Kenny Nachtsheim. Und Ihr Gastgeber Roberto Cappelluti. Dankeschön, Henny. Vielen Dank. Dankeschön. Backst du selber Kuchen und hattest du mal Sex im Freien? Das sind zwei der vielen Fragen, die ich unseren Straßenstars gestellt habe. Und Sie können ja schon mal überlegen, wie sieht's aus? Hier sind Birgit, Rainer und Jessie. Ich arbeite bei einem Entsorgungsunternehmen in der Disposition, habe mich vor kurzem von meinem Mann getrennt. Ich singe in einem Chor. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich bin ehrenamtlich bei Eintracht Frankfurt, bin im Karneval aktiv, ich stehe in der Bütt, bin komplett durchgeknallt, zu 99% lustig, habe eine große Klappe, kann auch sehr zickig sein und ich bin Morgenmuffel. Ich bin im Apparatebau Qualitätsleiter, momentan aber ohne Arbeit. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Sportschießen, fotografieren, Garten und viel reisen, mit dem Zelt durch die Wildnis. Manchmal jähzornig, habe keine Geduld. Ich kann viel trinken, ich bin eher ein bisschen zurück und kann dann, wenn es passt, schwer lustig werden. Ich bin Applikationsarchitektin. Ah, das ist im Computerbereich. Ja, genau. Das hat nichts mit Häusern oder so zu tun, architektenmäßig. Nein, ich bin so gut wie verheiratet, aber seit 20 Jahren halt eben nicht verheiratet. Ich mache ganz viel in Glas. Tiffany, Perlen drehen, mein Garten. Ich bin manchmal ein bisschen chaotisch, aber auch strukturiert. Ich glaube, dass ich manchmal so ein bisschen viel rummecke. Das sind unsere Straßenstars, Birgit, Rainer und Jessie. Unsere erste Frage: Durch welche Bundesländer fließt der Main? Beantwortet mir jetzt Henny. Hessen. Mhm. Rheinland-Pfalz. Mhm. Und dann wird's schwierig. Aha. Also Hessen und Rheinland-Pfalz weißt du schon mal. Das sind zwei Bundesländer, durch die der Main fließt. Also Bayern auch noch nicht. Ich wüsste es nicht. Hm. Bayern? Nee. Ist es eine Frage oder ist es eine Antwort bereits? Beides. Wir diskutieren. Das ist eine. Ja. Würzburg zum Beispiel und Aschaffenburg. Genau, Main. Genau, das war der. Also ich sage jetzt mal Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen. Genau, wenn du jetzt Rheinland-Pfalz noch abziehst, dann hast du es richtig. Ja, er fließt genau, eigentlich nur durch zwei Bundesländer. Ich wollte eins, ich hatte gedacht, ich sag mal eins mehr, dann kann ich wieder eins locker wegnehmen. Ja, natürlich. Ja. Er fließt durch Bayern und Hessen und Baden-Württemberg, da fließt er dran vorbei. Da gibt es eine Seite von Baden-Württemberg, hat praktisch eine Uferseite des Mains. Aber durchfließen. Nicht durch Rheinland-Pfalz. Nicht durch Rheinland-Pfalz. Durchfließen tut er nur. Hat der Jörg auch falsch vorgesagt. Wer hat das gewusst, dass der Main nur durch diese beiden Bundesländer fließt? Was glaubt ihr? Die Birgit ist richtige Frankfurterin, da fließt der Main zumindest durch. Ihr sagt beide sofort Rainer? Ja. Warum? Rainer der ist da schon lang gelaufen. Der macht ja viel Reisen mit Zelt und in der Natur und so. Und irgendwann hat er gesagt, nächste Woche gehe ich mal den kompletten Main lang. Ich glaube, er ist gepaddelt. Er ist den Main entlang gepaddelt. Er hat Zelt dabei gehabt und immer schön Wenn er gepaddelt ist, kriegst du von mir 5 Punkte später in der Gesamtbundes. Ehrlich? Ja. Ja, er ist gepaddelt und deswegen weiß er das. Also er weiß sowieso geografisch ganz genau Bescheid. Ja. Das große Lied, das Eintracht-Frankfurt-Lied, Eintracht vom Main. Deswegen weiß Jessie das, glaubst du? Nee, Jessie weiß es, weil sie eine Chorfreizeit gemacht hat auf dem Floß, den Main lang. Ja. Und weil sie so schön gesungen haben, durften sie nirgendwo anlegen. Weil Leute gesagt haben, fahrt weiter, bitte. Und daran deswegen erinnert sie sich noch, weil sie durch alle Bundesländer gekommen sind. Weil durch alle, also alle zwei? Alle zwei Bundesländer, richtig, bis sie dann ausgehungert in Frankfurt wieder angelegt haben. Der Main fließt nur durch Bayern und durch Hessen. Und Birgit, habt ihr das offensichtlich, traut ihr das nicht zu oder seid ihr euch nicht ganz so sicher? Ich habe es auch Birgit gefragt. Hier ist ihre Antwort. Der Main. Durch welche Bundesländer fließt denn der eigentlich? Das ist so pupig. Geografie ist nicht so? Nein. Hier, der Main ist ist jetzt 20 Meter weg. Du, der fließt durch Hessen, an Rheinland-Pfalz entlang. Fließt er da auch durch? Ich weiß es nicht. Ich habe ein totales Blackout und Geografie ist auch überhaupt nicht mein Ding. Bayern? Was nehmen wir jetzt? Welche Bundesländer nehmen wir jetzt? Bayern und Hessen. Ah, das war die richtige Antwort dann gewesen von Birgit, aber auf die habt ihr nicht getippt. Stattdessen ist ja die Jessie, hat eine Floßfahrt gemacht auf dem Main. Zusammen mit ihrem Chor durfte nirgendwo anlegen, hat sich aber gemerkt, Bayern und Hessen sind die Bundesländer, glaubt Jörg. Durch welche Bundesländer fließt der Main? Also Hessen auf alle Fälle, da hört es auch schon auf. Ja? Ich sag mal Rheinland-Pfalz, Saarland. Im Saarland, was macht er da, versiegert er einfach so elend? Da sind ja auch Schiffe drauf. Wo fahren die denn hin? Alle in Saarland? Nö, die werden dann irgendwann auch mal abbiegen. Und was biegen die denn da rein? Ich meine, der Rhein und der Main münden irgendwo zusammen. Nur wo? Bei Saarbrücken wahrscheinlich dann, oder? Ich weiß es nicht. Naja, das war geografisch jetzt nicht ganz weit vorne, aber Hessen hat sie ja gewusst. Aber das hat uns nicht gereicht. Wir wollten auch Bayern noch hören.
Und das werden wir vom Rainer hören, der sowohl dort mal lang gewandert ist mit dem Zelt, glaubt Henny. Aber nein, sagt Bettina, der ist sogar gepaddelt und kriegt dafür dann noch 5 Punkte mehr, wenn das stimmt, von Henny. Durch welche Bundesländer fließt der Main? Also auf jeden Fall schon mal durch Hessen. Dann ist es der Weißwurstkanal, also muss auch Bayern dabei sein. Wo ist er denn vor Bayern? Bei uns. Er fließt von Bayern zu uns und wieder zurück nach Bayern? Nachdenke. Hessen, Bayern. Und wo kommt der her? Ich nicht wissen. Was machen wir jetzt? Wir nehmen? Hessen und Bayern. So, und das waren die beiden Bundesländer, richtig. Wir wissen zwar nicht, wie er das bereicht hat, aber er hat es gewusst. Bettina, wo gibt's denn Baggern und Pritschen? Was? Die Frage noch mal wiederholen, meinst du? Baggern und Pritschen? Ja, wo gibt's das denn? Das klingt nach Sadomaso. Ach so, natürlich beim Volleyball, klar. Ja, ja, gut vorgesagt, ja. Nein, wieso? Wie kommst du darauf? Ich hab's doch genau gesehen, du das wolltest, du Baggern und Pritschen. Ja, doch, Baggern ist doch dies hier. Baggern genau. Ist das, ne? Und Pritschen ist das? Ja, das ist Baggern und Pritschen. Ach so, okay. Das gibt's beim Volleyball. Das sind die zwei Arten, wie man ihn eben spielt. Also, ja. Ja. Wer hat das gewusst von den dreien? Was glaubt ihr? Rainer. Der Rainer? Warum hat Rainer? Lange Jahre Volleyball gespielt. Er war in der Schule schon in der Volleyball-Leistungs-AG. Ja. Und danach hat er noch ein bisschen weitergespielt. Er war auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber dann hat er sich plötzlich beim fürs Baggern hier so ein Muskelfaserriss zugezogen, musste leider aufhören. Jesse weiß es auch. Jesse ist Vorsitzender des Cheerleader, der Cheerleader beim Volleyball-Club, also VBC Limburg. Und sie kommt immer vor dem Spiel in die Kabine und singt dann so wie eben, was die Spielerin extremst heiß macht. Ja. Vielleicht sogar aggressiv. Aber ja, ja. Und dann geben die alles. Aber weil sie eben Cheerleaderin ist, weiß sie auch Baggern und Pritschen beim Volleyball. Daher kommt's. Genauso wie auch Birgit, Jörg? Ja, das ist mehr so eine persönliche Sache. Ich war mal Praktikant in einem OP während des Zivildienstes. Und da wurden 3 Volleyballerinnen reingefahren, um eine Knieuntersuchung zu machen. Und die sahen so ähnlich aus wie Birgit. Und deswegen, du glaubst, Birgit war vielleicht eine von Ihnen, oder? Nein, hoffentlich nicht. Aber ich war Aufwachmensch. Und die Frauen haben merkwürdigerweise alle gebrochen, als sie mich gesehen haben. Und deswegen hoffe ich nicht, dass das bei ihr so schrecklich war. Also Birgit war Volleyballerin. Erinnert mich an diese Volleyballerin von damals. Okay, also das heißt, Birgit weiß, Baggern und Pritschen gibt es beim Volleyball. Wo gibt es Baggern und Pritschen? Beim Volleyball. Ja, was für Bagger braucht man da? Hier die. Ich erinnere mich dunkel, Schulsport. Hm? Ja, im Schulsport, sie erinnern sich dunkel, das sind 10 Punkte auch für Jörg. Bei Rainer war es aber gar kein Schulsport, er hat das richtig fast schon professionell gespielt, muss man sagen, bis dann der Muskelfaserriss kam. Zu dem Moment. Ja, klar. Wo gibt es Baggern und Pritschen? Also Baggern kann man am Strand so an den und in der Kneipe. An Baggern meinst du jetzt? Ja. Nach dem Baggern geht's auf die Pritschen. Wenn es gut geht. Wo gibt es Baggern und Pritschen? Da fällt dir. Ja, auf dem Bau. Auf dem Bau. Ja. Und auf dem Bau gibt es ja Bagger und Pritschen. Ich meine ja Baggern. Keine Ahnung. Nee. Oh, Mensch, nee. Alles vergessen. Weg da oben. Ja, ist alles weg. Die ganze Geschichte. Der Muskelfaserriss hat er alles vergessen. Blackout. Totales Blackout. Die Jessie ist beim Volleyball VCB oder wie war das nochmal? Ja, VCB Limburg, Cheerleader und singt die Mannschaft ein. Wo gibt es Baggern und Pritschen? Auf Baustellen. Pritschen? Ja, Pritschenfahrzeuge? Nicht Bagger, sondern Baggern. Ah, nein, das ist Volleyball, klar. Ich habe mal ein halbes Jahr Volleyball gespielt. Ich habe dann meinen ersten Freund kennengelernt, dann war das halt wichtiger. Bei dir gebaggert. Da war das Baggern wichtiger. Ja, sie hat es gewusst, das sind 10 Punkte für Henny. Ja. Jörg, wer ist denn das hier? Die Musch, im früheren Leben, der Reblaus gewesen. Ja, Moser, Hans Moser. Richtig, Hans Moser ist das. Die Reblaus. Ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein. Aber wer kennt noch Hans Moser? Also zum Beispiel Jesse, sehr jung. Das kann eigentlich nur Rainer wissen. Also vom Alter her. Das ist echt vorbei. Mein ältester Sohn wird jetzt 31, der kennt ihn schon nicht mehr. Ja, ich bin 35, ich kenne ihn auch nicht. Ja. Ich habe meine älteste Tochter vergessen, genau. Ja, aber du glaubst, dass Jesse das weiß? Außenseiter-Tipp. Ja, ich weiß es nicht. Wer hat sie mal eine Büttenrede gehalten im Hans-Moser-Stil? Der Mann, mit dem sie das zusammen einstudiert, hat gesagt, mach mal wie Hans Moser. Oder ich habe jetzt hier im Buchladen so einen Mops gesehen, der hat so geröchelt. Das hört sich fast an, wie Hans Moser spricht. Vielleicht hieß deswegen ein Tier, was sie kannte, mal Hans Moser. Ja, so würde es sein. Was war das? Das war mein Stuhl. Oh, geht aber noch, ja? Ja. Gut. Henny, du sagst Rainer einfach altersmäßig, weil er auch wirklich der jetzt dann Älteste hier im Team ist.
ja, dass er sich am ehesten noch an Hans Moser erinnert. Die Begründung ist natürlich so super einfach und so blöd, dass du natürlich... ich mich nicht wundern würde, wenn genau das nicht stimmt, aber ich mache das jetzt mal so. Okay. Birgit? Ich nehme mal Birgit. Weil? Einfach mal ganz verrückt. Weil sie es mit ihrer Oma, ja, hat sie ganz, genau, früher diese Hans-Moser-Filme gesehen. Ja. Das mit der Reblaus. Genau das. In früheren Leben eine Reblaus gewesen. Das ist Hans Moser und die Jessie, die wird das jetzt wissen, glaubt Jörg. Wer ist hier zu hören? In früheren Leben eine Reblaus gewesen. Hans Moser. Woher weißt du das? Weil ich das immer mit meinen Eltern geguckt habe als Kind. Das ist so ein bisschen Nostalgie für mich. Ja? Also ja. Magst du auch? Ja. Yes. Ja, wer hat's gewusst? Super. Hans Moser, 10 Punkte für Jörg. Super, Jessie. Die Jessie hat das mit ihren Eltern geguckt und die Birgit mit ihrer Oma, glaubt zumindest Bettina. Ja. Wer ist hier zu hören? In früheren Leben. Reblaus gewesen sein. Der Rühmann ist es nicht, ne? Nee, wie heißt denn der andere? Nicht der Rühmann, der andere. Der andere, genau. Ich habe ihn vor Augen, aber mir fällt Name. Wie sieht denn aus? Ja, so kleiner Österreicher, ja. Bayer, da unten die Ecke, aber ich komme nicht drauf. Oh Mann, aber sie hat's gewusst. Sie hat ihn wohl auch gekannt, offensichtlich. Ja, waren ja auch befreundet, Rühmann und er, aber ja. So, der Rainer ist der einfachste Tipp, glaubt Henny, und deswegen wird's ihn jetzt nicht wundern, wenn es der Rainer nicht weiß. Ja, was ist jetzt? Wer ist hier zu hören? In früheren Leben. Österreicher, der Kleine. Der kleine Österreicher. Der Hotelsacher Portier, wie heißt er dann? Der immer so genuschelt hat. Hans Moser. Hans Moser. Ja. Ja, genau, richtig. 10 Punkte für Henny. Und wir kommen zur nächsten Runde. Backst du selber Kuchen, wollte ich von den dreien wissen. Wer sagt, ja, ich backe auch mal selber einen Kuchen. Was glaubt ihr, wer ist ein Kuchenbacker, Bacher? Das traut man allen drei zu. Ja, ich glaube, Jessie kann's. Jessie ist die Kuchenbackerin? Ja, macht Bäckerin. Sie gerne. Sie macht sehr, sehr gerne so kleine, nicht Muffins, wie heißen die anderen? Cupcakes? Ja, genau. Diese Keks, also die so ganz raffiniert mit so verschiedenen Güssen und so dekoriert mit so kleinen Blümchen aus Marzipan und Zuckerguss und so. Das macht sie, wenn ihre Freundinnen kommen, bringt jeder was mit. Und sie ist die Spezialistin für diese ganz ausgefallenen. Ach, tatsächlich. Ist das so, Henny? Ja, genau so ist es. Ah, Jörg, du sagst eher, der Rainer ist der Backer? Der Rainer backt. In Hessen kannst du alles sagen. Der backt, der tut Backe. Wann der Backe tut, der ist. Der nimmt immer so, der macht so Marmorkugeln. Die, ja, die backt und baut die weiblichen Brüsten nach und nimmt die mit in die Kneipe und renommiert dann damit, dass er so schöne Marmorbrüste gebacken hat. Brüste? Ja. Brüste jetzt sind es jetzt. Marmorkugeln sind automatisch Brüste. Nein, nicht automatisch, wenn man die so kunstvoll macht, wie Rainer das macht. Das muss ja, man macht ja auch eine Aussage mit so einem Kuchen. Das heißt, Birgit glaubt, ihr ist eher diejenige, die nicht so kocht. Jetzt, wo so du das sagst, sie hat ja mit diesem Tiffany. Aus Glas. Ich bleib bei Rainer. Du bleibst bei Rainer? Mhm. Okay, dann schauen wir uns zuerst die Birgit an. Was ist mit Birgit? Backt sie Kuchen? Backst du selber Kuchen? Ja. Ja, aber schlecht oder, oder ungern. Schon, aber ich ärgere mich immer, wenn meine Männer einen Kuchen haben wollen. Oh, ganz machst du einen, dann essen sie ihn nicht. Dann essen sie die Hälfte und die zweite Hälfte ist dann irgendwann. Echt? Und dann beschweren sie sich 2 Wochen später, ich würde ja nie backen. Aber du backst selber Kuchen? Ja, ich back grundsätzlich schon hin und wieder mal selber. Birgit backt Kuchen. Sie macht das gerne. Ob das Rainer auch gerne macht, wie Jörg sagt, das werden wir uns gleich anschauen. Vorher gucken wir aber erstmal euren Tipp uns an. Die Jessie macht sogar kleine Cupcakes. Ja. Mhm. Backst du selber Kuchen? Ich habe schon mal selbst gebacken. Ja, ich will wissen, ob du das öfter mal machst. Nein, öfter nicht. Ich koche zwar und koche auch sehr gerne, aber backen. Hören Sie dich an? Nö. Kannst du schön ein Stadion mitbringen? Guck mal, ich habe neuen Marmorkuchen gemacht, Freunde. Eintrachtfarben, schwarz-rot. Oder lasse ich lieber die anderen backen. Nee, schade. Sie ist nicht die Bäckerin. Das tut mir leid. Also heute habe ich kein Glück. Aber jetzt kommt der Superbäcker Rainer. Zeig ihn. Komm. Ist das so? Ja. Backst du selber Kuchen? Vorgestern habe ich gedeckte Apfelkuchen gemacht. Und heute mache ich Quatschkuchen. Und dann natürlich den klassischen oberhessischen Kuchen. Lopplatz. Das ist Roggenteig mit Kartoffeln, Quark, Mohn, Speck. Gewöhnlich der Donnerstag, so in einige Bäckereien gibt es das noch. Da kann man ein Bier zu trinken dann schon, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall backt er gerne. Verschiedene Kuchen. Ich habe die drei gefragt, wo sie gerne mal Urlaub machen würden. Wer hat gesagt, ich würde gerne mal in die USA oder noch mal in die USA.
So USA wäre so ein Ziel, da würde ich gerne hin. Was glaubt ihr? Ja, jeder, der Rainer verbringt ja gerne viel Zeit in der Wildnis. Das kann man ja in den USA ausgesprochen gerne. Nein, sagt Jörg. Jesse. Ja, ich kenne so einen Mann, der verkauft Autos und der hat seinen ganzen Jahresurlaub aufgespart, um in Los Angeles an einem Musical-Kurs teilzunehmen. Aha. Weil er mal so tanzen wollte, wie Musical-Leute tanzen können. Ja. Hat er gemacht. Und sowas traue ich Jesse auch zu. Was glaubt ihr denn? Unsicher. Schwierig, ja. Rainer wird wirklich mit seiner viel in der Wildnis campen. Ihr traut der Sache jetzt nicht. Ich möchte auf jeden Fall das Falsche sagen. Ich will bei meinen 10 ja. Punkten bleiben. Deswegen. Ach so, verstehe, ja. Birgit, weil nämlich das Versprechen ihres Freundes, mit dem sie seit 20 Jahren verheiratet ist, dass sie die Hochzeitsreise in den USA machen. Las Vegas. Las Vegas, ja, genau. Aha. Und deswegen sagt sie, wenn sie, deswegen wünscht sich das, weil das wäre gleichzeitig auch quasi endlich die Hochzeit. Ich versuch's mal mit Rainer. Ja, warum, Rainer? Dein Traum ist es, einmal im Monument Valley zu übernachten, unter dem Sternenhimmel. Ah ja, sehr gut. Das hat er so in der Kindheit schon von geträumt und das möchte er irgendwann mal. Okay, hier nee, ich nehme Jesse. Nee, der Blick hat mir Angst gemacht. Wieso denn? Von Roberto. Weiß ich nicht, du hast so komisch geguckt. Ich nehme Jesse, weil sie möchte nämlich in der Tat gerne mal da, also sie will es nicht selber lernen, aber sie möchte mal ins Musical und mal gucken, wie die da so singen. Aha. Guck mal, was Rainer gesagt hat. Wo würdest du gerne mal Urlaub machen? Argentinien. Weil? Ich wollte mal gerne so richtig Steak essen. Den ganzen Tag? Morgens, mittags, abends? Ja. Du würdest da hinfahren einfach, du würdest auch gar nicht viel rumfahren? Du würdest einfach sagen so und bitte? Nein, ich werde mir schon alles angucken. Und, ja. Aber so wie ich in Asien morgens, mittags und abends Reis bekomme, hätte ich da gern morgens, mittags, abends Fleisch. Also er möchte, ja, aber ich habe nicht so geguckt, das stimmt doch, gar nicht. Nein, doch, er möchte jedenfalls lieber nach Argentinien und nicht in die USA, in die USA. Da möchte die Birgit gerne hin, nach Las Vegas, um ihren Freund, ihren Kerl noch mal dran zu erinnern. Wir wollten doch mal heiraten. Wo würdest du gerne mal Urlaub machen? Ich würde gerne mal wieder nach Amerika fahren. Die USA? Ja. Warum? Weil ich das Land landschaftlich cool finde. Berge, Ebenen, Wüsten. Ich finde ja Wüsten klasse. Welche Ecke würdest du denn eher? Westküste, Ostküste, Nord, Süd? Eigentlich total egal. Auf jeden Fall in die USA. Ja. Jawohl, und das sind 10 Punkte für Henny. Jesse kann toll singen und würde gerne auch mal ausprobieren, wie sieht das aus. Könnte ich vielleicht sogar ein Musical machen, glaubt Jörg. Und dem hat sich dann Bettina angeschlossen. Beide sagen auch, Jesse möchte gerne in die USA. Wo würdest du gerne mal Urlaub machen? Ich würde gerne mal nach Amerika und dann die Route 66 runterfahren mit einem Trike. Warum nicht mit einem richtigen Motorrad? Was ist denn dieses Trike-Zeug? Das ist immer für so... Ja, das sind halt so für Mädchen wie mich. Ja. Nein, ich habe halt keinen Motorradführerschein. Ja. Und da würdest du singen? Wahrscheinlich. Get Your Kicks und Route 66? Kennst du nicht? Nee. Bist alter du Mann. Älter als ich. Ja, du bist ein alter Mann. Aber ja. In die USA. Jawohl. Hattest du schon Sex im Freien, wollte ich von den dreien wissen. Wer hat gesagt ja und hat mir eine Geschichte aus dem Ausland erzählt, dass es im Ausland passiert ist. Was glaubt ihr? Wer ist da so viel wild? Der Rainer reist ja gerne viel. Jörg, du sagst, bei Birgit war das? Birgit war zu so einem, sie macht ja auch viel Glasperlen. Und da war sie zu so, oder nicht? Ja, ja. Doch, doch, macht so sie Tiffany auch, und so, ja, ja, klar. Und Glasperlen, ja. Da war sie zum Tauschen in Pilsen, in Tschechien. Und da war so ein ganz netter, junger Tiffany-Künstler. Ja. Yeah. Und den hat sie dann da verschnuckelt, da draußen. Also noch vor dem Bürgerhaus von Pilsen, ja, wo die Tauschbörse stattfand. Ja, er hat gesagt, komm, ich zeig dir mal was Schönes. Und dann sind sie da raus in die Wiese. Ich nehme Jesse, weil ich glaube, dass sie... sie war da mal an der Costa Brava, hat sie eine Busreise hingemacht. Und da ist ja auch immer relativ viel Alkohol im Spiel und da wird ja nachts getanzt am Strand und so. Und dann hat sie, ergeben und dann hat sie dabei immer ganz laut gesungen, ich will keine Schokolade. Glaubst du auch, dass es so war? Nein, ich glaube, dass sie Sex hatte in Bergen an See in Nordholland hinter einer Düne. Okay, also Birgit geht auf sie auch, weil ich glaube nämlich, dass Birgit das eher auf so einer Dschunke erlebt hat, bei so einem Asienurlaub. aber gilt auf sie auch als draußen. Ja, also wenn... Ja, also entweder war es die Dschunke oder Pilsen. Also bei Rainer war das offensichtlich nicht im Ausland, hier ist seine Antwort. Hattest du schon Sex im Freien? Oh ja, lustig war das, ich glaube im Kroftauer Forster, ne? Habe ich dann hinten nur gehört, na, habt da kein Bett daheim. Seid ihr erwischt worden? Jo, in jungen Jahren. Ja, und? Das war geil. Ja? Jo. Weitergemacht. Jo. Ja, da geht aber der ganze Film ab, aber das war dann doch eher in der Nähe und nicht so weit weg. Also nicht im Ausland. Das ist aber bei Birgit anders, glaubt Jörg. Das war auf einer Dschunke irgendwo im fernen Osten. Hattest du schon Sex im Freien? Ja. Wo? Kannst du was empfehlen?
Ist schon lange her. Oh, komm, echt, warum? Ja, naja, Gott. Oh, hier kommen wir auch schon. Mal, man kommt aus dem Alter raus. Ehrlich? War in Griechenland, ja. Wenn dein Mann das jetzt hört, sagt er, ach ja, ich erinnere mich, oder sagt er, mit wem war ich? Oh, mir leid. Ja, aber es war auf jeden Fall im Ausland, ja. Ja, da besteht jetzt noch Gesprächsbedarf in der Familie Birgit. So, die Jessie, bei der war das auch so, das war an der Costa Brava oder aber in Holland. In Bergen an See. Hattest du schon mal Sex im Freien? Ja, einen schönen Waldweg. Ja. Auto im Waldweg gefahren und dann ein bisschen weitergegangen? Genau. Lichtung oder? An der Pferdekoppel. Und du warst entspannt? Also es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn einem da drei Pferde noch bei zugucken. Ach, die sind dann gekommen, haben so interessiert geguckt. Die haben dabei zugeguckt. Tja, aber sie hat leider nicht gesagt, dass es im Ausland gewesen ist. Deswegen war es unserer Meinung nach nicht im Ausland. Tut mir leid. So, unser Punktestand. Bettina, das läuft noch nicht so richtig. 20 heute Punkte. Nicht, nee. Bei Henny läuft es besser, 40 nicht. Punkte. Aber richtig gut läuft es bei Jörg. 50 Punkte. Für. Ja. Und wir können es gar nicht oft genug sagen, Sie wissen, diese Sendung funktioniert ja nur, wenn Sie auch mitspielen, wenn Sie auch mal ein Straßenstar sind. Und Sie können ja sich bewerben oder uns jemanden vorschlagen als Straßenstar. Das Ganze geht unter straßenstars.de. Sie können da auch einen kleinen Wissenstest vorher machen und mal gucken, wie weit ist es denn mit meinem Wissen. Und jedenfalls kommen wir dann zu Ihnen nach Hause und unterhalten uns ein bisschen und dann werden Sie hier im Studio eingeschätzt. straßenstars.de. Bettina, du darfst dir zuerst jemanden aussuchen. Wen glaubst du, wer ist da? Ich nehme Rainer. Ich habe ja bisher noch nicht so gut abgeschnitten. Ne? Okay, versuch's. Rainer? Dann nehme ich Birgit. Birgit und bleibt Jessie für Jörg. Von Rainer wollte ich wissen, wie der Staatsratsvorsitzende nach Erich Honecker hieß. Krenz, ne? Egon Krenz, ganz genau. Weiß er das? Also mitbekommen hat das sicherlich. Ich glaube, er weiß es. Der Name ist noch da bei ihm. Der war, ich glaube, zwei Wochen oder sowas. Oder war wirklich nur kurz. Das weiß er, das hat er drauf. Wie ist denn der Staatsratsvorsitzende nach Erich Honecker? So ein hässlicher Versoffener war das. Wirklich unversoffen? Der hatte so Blinker hier. Komm. War das der Motro? Oder der Krenz? Ja. Der Krenz. Ja. Die Krenz. Der Krenz. Ach, der heißt Krenz. So ist. Vorname? Egon, ja. Egon? Ja. Richtig, Egon Krenz. 20 Punkte. In der Mathematik, was bedeutet da Potenz, wollte ich von Birgit wissen. Henny, ich meine dich. Ach so. Ja, ja. Das ist ein alter Reflex aus Matheunterricht. Potenz weiß schon was, ne? Eine Zahl potenzieren. Ja, also wenn man was multipliziert. Ja, so ein bisschen in der Nähe von richtig. Ja. Es ist das Produkt einer Zahl mit sich selbst, also wenn eine Zahl mit sich selbst mal nimmt. Ach so. Hat sie das gewusst? Na klar. Ist ja nicht jeder so bescheuert wie ich. Ich würde wissen, was in der Mathematik die Potenz ist. Yes. In der Mathematik? Ja. Was bedeutet da eigentlich nochmal Potenz? Mit sich selbst zum... Nee, warte. Die Anzahl der Multiplikatoren? Naja, 4 hoch 2, 4 hoch 3. Was passiert denn bei 4 hoch 2 zum Beispiel? 4 mal 4, ja. Ja, die Zahl, mit der man... Die Anzahl, wie oft die Zahl sich multipliziert werden soll. Mit was denn? Mit sich selbst. Ach so! Ja. Und das war richtig genug, jawohl, das sind 20 Punkte für Henny. Wie viele Seiten hat ein Trapez? Wollte ich von Jessie wissen, Jörg. Drei, oder? Ja, ist ein Dreieck. Nee, ist kein Dreieck, dann vier. Ah, also ein Viereck. Ist ein vier. Okay, genau. Vier. Vier Seiten hat ein Trapez. Wenn's hält. Weiß das Jessie? Das ist ein Viereck mit zwei parallel zueinander liegenden Seiten, ist ein Trapez. Das wollte ich jetzt gar nicht so hören. Ich wollte nur hören, hat vier Seiten. Das Trapez. Jessie ist auch noch nicht so lange aus der Schule, ist ja noch jung. Ja. Ausbildung und so weiter, doch, die weiß das. Kriegt sie hin? Ja. Wie viele Seiten, Jessie, hat ein Trapez? Vier Seiten. Viereck. Ja, eins, zwei, stimmt, sechs Seiten. Sechseck. Nein, Trapez aber hat sechs Seiten. So nennen wir auch immer eine Containerart von uns. Das nennt sich Mulde. Und eure Mulden haben wie viele Ecken? Seiten. Sechs. Nee, das ist leider kein Trapez. Die richtige Antwort war schon gegeben. Ja, aber sie hat auch von selber dann einfach weitergemacht und hat gesagt, nee, doch nicht sechs. Hm. Oder? Ich habe nur gesagt, also vier, wie ein Viereck. Und sagte sie, nee, ist doch ein Sechseck. Okay. Tut mir leid. Fährt der Rainer gerne Auto? Ja.
Ich glaube, er fährt gerne Auto. Ja? Ich glaube, dass er sehr gerne mit so einem diesen Wüstenwagen unterwegs ist. Wie heißen die, diese alten, nicht Land Rover? Panzer. Unimogs. Panzer. Alte Wüstenwagen. Nee, diese, muss nicht schnell sein, nein, aber das macht dieses Gefühl, das zu spüren, wie man so durch, über Hügel fährt und so durch die Wüsten und so. Ja. Hier ist Rainers Antwort. Fährst du gerne Auto? Ja. Auto ist ein Stück Blech. Ein Motorrad ist was anderes. Ein Motorrad hat eine Seele. Das also, du fährst es gerne? Ja. Wenn viel auf der Autobahn los ist, fahre ich schnell. Wenn nicht viel los ist, fahre ich langsam. Hä? Wenn viel los ist, dann fahre ich irgendwie so, oh, na, boah. Das kann jeder. Dann machst du machst dann hier so den Jumper. Links, ja, rechts, ja, und wieder da und zack. Ja, okay. Aber gerne er fährt gerne Auto, sagt er. Ja, gerne klar. Auto. Hat er gesagt. Hab ich dich jetzt hörst du zum Einschlafen Musik, Henny? Ja. Ja? Wirklich? Du machst Radio an oder was machst du an? Vom iPad. Also nicht jetzt regelmäßig, aber manchmal ganz, ja, gerne, ja. Macht das Birgit auch? Hört ihr auch zum Einschlafen Musik? Ja. Ja, warum, ja, brauchst du das, damit sie schnarchen zu machen? Das passt zu ihr jetzt einfach. Hier ist Birgit. Hörst du zum Einschlafen Musik? Nee, eigentlich nicht. Nee, habe ich früher ganz oft gemacht, aber mein Mann nervt's. Mein Mann macht das Leben aber ganz schön schwer. Ja. Ja. Lach du nur. Spendet Jessie Blut? Sie ist ja so eine seelenvolle Frau. Sie hilft gerne. Mhm. Sie sieht gesund aus. Dann kann sie das auch machen. Ich würde sagen, ja, sie spendet Blut. Spendest du Blut? Ja. Wie viel? So ein, zwei Mal im Jahr gehe ich spenden. Warum machst du das? Weil ich es eine gute Sache finde und vielleicht brauche ich es ja auch irgendwann mal. Mhm. Ich habe eine Blutgruppe, die heiß begehrt ist. Hast du eine Nadel? Nein, nee, so weit bin ich schon. Irgendwann kriegt man ja noch so Anstecker und so, ne? Ja, aber da müssten wir, glaube ich, wirklich im Jahr die viermal ausschöpfen, um dann eine Nadel zu kriegen. Aber zweimal geht's unter. Das, ja, ist Blutspenden durchaus. Jawohl, 20 Punkte mehr. Was hast du eben mehrfach gesagt, Jörg? Das ist? Menschenkenntnis. Das ist Menschenkenntnis, genau. Deswegen haben wir einen neuen Punktestand. Wir haben Henny und Bettina mit jeweils 60 Punkten. Und führend, Jörg Thaddäus, 70 Punkte. Also. So, ich habe den Reihen wie immer ein Angebot gemacht. Ich habe gesagt, sie bekommen von mir 10 Euro, wenn ich ihr Gesicht grün anmalen darf. So richtig schöne Theaterschminke gehabt und dann komplett das ganze Gesicht grün anmalen. Hat das euer Straßenstar mit sich machen lassen? Jessie hat das mit sich machen lassen. 100%. Ja? Wenn die ist Karnevalistin. Die hat nichts mehr Spaß. Und das war ja auch ein Spaß, als sie beim Friseur war und sich die Farbe hat machen lassen. Lässt sich das Gesicht grün anmalen? Rainer auch? Ich glaube ja. Rainer, der ist doch ein lustiger Vogel, der ist, hat Humor, ja, der ist nicht pingelig, der macht das. Passt doch so gut zu seiner. Bart mit an oder nee? Ja, der kann man über den Bart auch drüber, ja klar. Ja. Das sieht bestimmt cool aus, die rote Brille. Und die Brille. Rote Brille auf dem grünen Gesicht, das sieht bestimmt super aus. Allein um das mal zu sehen, tippe ich schon auf ja. Mhm, okay. Du glaubst Birgit hingegen mit den roten Haaren? Das liegt so nah, das liegt nämlich genau nah, dass man sagt, ja, rote Haare, können wir das Gesicht grün malen, ja, ja. Noch eine gelbe Nase, ampelmäßig. Ja. Ja. Aber sie macht es nicht. Wir schauen uns zuerst Birgit an. Hat Birgit sich das Gesicht grün anmalen lassen? Henny sagt klar. Nein. Birgit, ja, du kassierst 10 Euro, wenn ich dir dein Gesicht schön grün schminken darf. Nein. Wie? Nein. Wieso denn nicht? Weil ich einen Weg zum Parkhaus hinter mich zu bringen habe. Ja, mit den roten Haaren, du bist doch lustig. Ja, trotzdem. Ja, dein Sohn sagt doch jetzt, ey Mama, du bist uncool. Ja, ist egal. Er wird's auch nicht machen. Ich habe die ganze Zeit mit mir selber gewettet. So, das macht die. Ja, Pech gehabt. So. Sie hat's nicht gemacht, jawohl. Handy noch weg gehabt. 60 Punkte gesetzt, 120 Punkte. So, und allein schon, um zu sehen, wie das aussieht mit der roten Brille und dem grünen Gesicht bei Rainer, will Bettina das unbedingt, dass das getan hat. Hat das denn getan? Rainer, 10 Euro und dafür male ich dir dein Gesicht grün an. Ja! Ja, mach das! Jetzt die Brille. Du willst jetzt so noch durch Gießen laufen? Oh ja. Wir lassen dir auch das Hütchen noch auf. Vielleicht kriege ich nachher noch eine andere Jacke an. Die so hinten zusammengebunden ist, ja. Mach's gut. Er hat die Brille nicht mehr aufgezogen, aber er hat es getan. Jawohl, 60 Punkte gesetzt. 120 Punkte. Aber trotzdem gewinnt er wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Punktegleichstand bei euch beiden. Aber jetzt kommt ja noch Jessie und Jörg hat ja noch 70 Punkte, die er setzen kann. Hat er das auch gemacht und hat Jessie es vor allem getan. Mhm. Du bekommst von mir 10 Euro, mhm, wenn ich dein Gesicht grün anmalen darf. Ich hatte als Kind schon mal das Gesicht grün für eine Musical-Aufführung. Dann hast du das jetzt auch wieder. Morg vom Org. Ja, krieg ich das aber schlecht runter. Ich muss gleich noch in die Chorprobe. Ja, sorry, die wissen doch, dass du lustig bist, oder? Nee. Schwarz-rot hätte ich sofort gemacht. Ja, und damit wärst du dann in den Chor gegangen? Ja. Aber grün nicht? Nein.
Alles gesetzt. Schade. Keine Punkte mehr bei Jörg Thaddäus. Wir haben zwei gewonnen. Gewinner heute. Jawohl, Bettina Dietjen und Henny Nachtsheim. Unsere Gewinner heute bei Straßenstars vor Jörg Thaddäus. Danke an unsere Straßenstars. Danke Birgit, danke Rainer, danke Jessie fürs Mitspielen, danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zwei Gewinner. Da lande ich mehr. Ich freue mich, dass du mit mir bist und natürlich auch du bist.